Die Möglichkeit, auffällige Hunde von Fachleuten begutachten zu lassen, bevor etwas passiert, mehr Schulungen für Hundebesitzer und die Stadtwachen dürfen in Zukunft Hundehalter, die sich nicht an die Vorschriften halten, strafen. Das alles bringt das neue Hundehaltegesetz, das heute im zuständigen Ausschuss des Landtags beschlossen worden ist. Es soll dazu beitragen, die Sicherheit zu erhöhen. Ein junger belgischer Schäfer am Hundesportplatz in Hartkirchen im Bezirk Everding. Wer in Oberösterreich einen Hund halten will, muss einen Theoriekurs absolvieren. Bisher waren es 2 Stunden. Das neue Hundehaltegesetz schreibt 3 Stunden vor. Der Kursinhalt wird vereinheitlicht. 62.200 Hunde sind derzeit gemeldet. 240 Hundebisse sind im vergangenen Jahr angezeigt worden. Ich denke, 80% der Hundehalter machen das eigentlich vorbildhaft und das war super funktioniert. Und 20% sind leider Gottes dabei, für die was eigentlich zum Schämen ist, dass die einen Hund an der Leine haben. Eine weitere Neuerung. Fachleute wie der Vizepräsident der Internationalen Gebrauchshundekommission können von den Bürgermeistern eingeschaltet werden, wenn ein Hund auffällig wird, noch bevor etwas passiert ist. Ein gewisses Restrisiko wird immer bleiben, so auch wie im Straßenverkehr. Gibt es Restrisiken, aber mit einer fundierten Überprüfung des Hundes kann man schon sehr deutlich darauf schließen, ob von einem Hund eine Gefahr ausgehen könnte oder nicht. Im Innenausschuss des Landtages ist heute das neue Gesetz beschlossen worden. Einziger Streitpunkt, die Ordnungsdienste oder Stadtwachen können nun einschreiten, ähnlich wie die Polizei. ÖVP und FPÖ haben mit ihrer Mehrheit dafür gestimmt, SPÖ und Grüne dagegen. Wir wollen nur dort, wo eben neue Ordnungswachen dazugekommen sind, Ordnungsdienste wie in Linz und Wels, die es ja zuvor nicht gegeben hat, dort auch die rechtliche Grundlage schaffen, weil die Städte ja von sich aus sagen, wir brauchen dafür Kompetenzen. Diese Möglichkeit bekommen sie jetzt. Einer, der nicht bereit ist, die Hundeleine anzulegen, dass der dann auf einmal bereit sei, die Daten, die persönlichen Daten herzugeben, das bezweifle ich. Und dann wird es eher zu Eskalationen kommen, wo man ohne dies dann wieder die Polizei braucht. Das neue Hundehaltegesetz wird Anfang Dezember im Landtag beschlossen. Derzeit wird die Liste jener Fachleute erstellt, die von den Bürgermeistern in problematischen Fällen hinzugezogen werden können. Alle sind sich einig, die Verantwortung liegt nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine.